Was geht ab, Friends, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von The Quarry. Ey, dieses Spiel, ich muss euch ehrlich sagen, wow, hat mich bis jetzt wirklich extrem überrascht. Also klar, ich habe es eigentlich schon erwartet, dass das Spiel richtig geil wird, aber die erste Episode hat so viel Spaß gemacht. Und auch mit diesen ganz langen Filmsequenzen, ja, es fühlt sich also die ganze Zeit an, als würden wir so einen Horrorfilm selber spielen und selber quasi beeinflussen, in welche Richtung der Horrorfilm geht und was passiert. Ja, in der ersten Episode ist noch nicht so viel passiert. Wir hatten halt das Intro und den Prolog und die ganze Geschichte muss ja auch erst so ein bisschen aufgebaut werden. Es ist ja nicht so ein stumpfes Horrorspiel, wo einfach direkt losgeht mit purem Horror, sondern das baut sich auf wie so ein Film. Und das ist ja das, was ich gerade so geil finde. So, wir erfahren immer mehr und es geht immer weiter. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute wieder gemeinsam weiterspielen können. Denn letzte Woche am Donnerstag haben wir ja damit angefangen. Heute ist Montag und heute geht es weiter. Ich freue mich sehr. Deswegen macht es euch gemütlich, Freunde. Das wird wieder eine längere Episode. Und in dem Sinne würde ich sagen, bevor wir mit dem Video loslegen, geh doch mal schnell in die Küche, hol dich den einen oder anderen Snack, geh vielleicht noch mal kurz aufs Klo und dann lehn dich entspannt zurück und genieß das Video mit mir. Und natürlich, wie immer, macht euch sehr gerne Kopfhörer ins Ohr. Und wenn ihr das Video am Fernseher anschaut, dann macht den Fernseher ein bisschen lauter. Denn dann habt ihr auch eine richtig geile Horror-Experience. Und ich meine ganz ehrlich, das Spiel fühlt sich ja an wie ein Film. Und das ist, ich feiere es einfach. Deswegen freue ich mich und wir spielen genau da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. In dem Sinne, let's go! Kapitel 2 – Ruf oder Ehre. Ey! Wir sitzen fest. Gestrandet. In der Wildnis Amerikas und nur unser Verstand kann uns retten. Bleiben wir Menschen oder werden wir zu Kannibalen, die das Fleisch von Verstorbenen essen, wie in diesem Flugzeugkatastrophenfilm? Jetzt übertreibt man nicht. Was dreht den YouTube-Vlog? Filet Jacob. Der Genuss dieses heißen Muskelbergs kann einen strengen Geschmack im Mundraum hinterlassen, aber man gewöhnt sich daran, schätze ich. Komm schon. Wow. Was? Psst. Das sieht aus wie dicke Würste, die eine dünne Nadel einfädeln wollen. Oh mein Gott, ich hab's gleich, okay? So ein Sch... Damit du es weißt, dieser Vergleich trifft mich wirklich schwer. Ich hab's gleich. Eine Sekunde. Tür eintreten. Let's go. Ja! Wow. Und Schnitt. So kann man's auch machen. Das hätte ich auch hingekriegt. Du hast sie gelockert. Okay. Also... Wenn ich ein Bier wäre, wo würde ich mich verstecken? Im Regal. Oder im Kühlschrank. Beep, 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 beep. Was wird das denn? Beep? Oh, das ist mein Bier da. Ich suche nach Bier. Hm. Wieso merke ich erst jetzt, wie unfassbar lame du bist? Was? Aber das ist mein Bier da, Mann. Ich gehe woanders hin. Okay, mach das mal. Oh, die Kids haben echt alles leergeräumt. Mr. H liebte seine Accessoires. Das sind ja Aufseher gewesen, ne? Die ganzen Leute, die wir hier spielen, die Teenager. Das sind ja die Aufseher von dem Camp. Hm. Oh. Ist aber verriegelt. Das ist der Tresor, den wir gesehen haben in der letzten Episode, den uns die Wahrsagerin gezeigt hat. Da ist irgendwas drin, was explodiert. Wäre auch zu einfach gewesen. Oh. Oh. Ha, ja. Oh. Jackpot. Hey, sieh nur meine Riesenmelone. Oh. Hm. Das ist so unangenehm. Einfach ein Loch reinschneiden. Mhm. Dann rein mit dem Wodka. Und Partytime. Du kippst einfach den Wodka da rein? Ja. Mehr Spaß kann man mit einem Loch in der Melone nicht haben. Oder... Wobei, vielleicht auch doch. Okay, ich lasse euch zweimal alleine und sehe mich nach mehr Partykram um. Wer hat sich schon mal mit einer Melone vergnügt? Jungs, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr euch traut. Und nein, ich habe sowas noch nie gemacht. Also Früchte ist nicht so mein Stil. So, wir können weiterspielen.
Auf jeden Fall, wir spielen ja, das sind ja Betreuer, Campingbetreuer, die die Kinder betreuen, ja. Und die Kinder sind jetzt weggefahren und jetzt sind noch die Betreuer da. Und der Chef der Betreuer, also der Chris heißt der, glaube ich, ja. Der für alles zuständig ist quasi hauptsächlich, der ist ja jetzt weggefahren, hat gesagt, wir sollen mitten in der Nacht nicht mehr rausgehen. Und er hat Angst vor irgendwas. Wir wissen aber noch nicht, Herons vor was. Garen? Drücke Q, um anzusehen. Diese Flugblätter bewerben einen Wanderzirkus namens Harem Scarum. Das Datum liegt über 6 Jahre zurück. Okay. Das ist so krass. Ich denke immer so, okay, das ist nur eine Sequenz. Aber dabei ist es... Ach, da ist er. Okay. Dabei können wir schon spielen. Weil die Grafik einfach so krass ist in dem Spiel. Da können wir nichts machen. So berührt sie einfach den Schrank. Okay, der Schrank geht nicht auf. Ich habe ihn berührt und er ist mit meiner Macht, die ich mit dieser Hand ausgeübt habe, ist der Schrank nicht aufgegangen. Ich weiß nicht, was sie sich darunter vorgestellt hat, aber... Ja. Ja, auf jeden Fall, ich finde die Grafik Wahnsinn von dem Spiel, muss ich euch ehrlich sagen. Sieht so gut aus. Wer kauft den Scheiß? Weiß nicht, Touristen? Boah. Oh oh, das ist der Typ, den wir vorher gesehen haben. Beziehungsweise vorher ist gut. Letzte Episode. Der blutverschmierte Typ, der mit dem Opa da stand und dem Gewehr, die auf uns gezielt haben, ohne dass wir es wussten. Also ich weiß auf jeden Fall, dass wir uns immer wieder so ein bisschen umschauen müssen und gucken, dass wir diese Karten finden. Okay, das ist creepy. Hallo, alte Freunde. Oh ja. Jacob erschrecken, aber safe. Die Gelegenheit ist einfach zu verführerisch. Ja, sehe ich auch so, Emma. Okay, schon mal gesehen, wie sich ein Mann in die Hose scheißt? Das werdet ihr gleich. Okay, dann starte mal deine coole Prank-Idee. Oh Mann. Okay, fehlt nur ein Versteck. Und das ist halt so geil, ne? Wir können in dem Spiel alles entscheiden. Wir hätten jetzt die Requisiten... Emma? Wir hätten die Requisiten liegen lassen können. Aber wir haben uns für den Prank entschieden. Ey, wenn du mich erschrecken willst, daraus wird nichts. Die Maske ist ultra creepy. Keine Angst vor Clowns? Nein, sie sind witzig. Und du hältst das hier wirklich für witzig? Ich meine, ja. Wow. Und wie witzig ist das, kleiner Junge? Willst du dich mit mir und 20 hübschen Clownfreundinnen in einen Kleinwagen quetschen, als wäre es nichts? Ich... Was? Chance vertan. Aber nicht vergessen. Okay. Können wir hier noch was machen? Ah, da war noch diese Spinne. Genau. Damit können wir nichts mehr machen mit der Spinne? Na gut. Hä? Warum ist denn das jetzt offen auf einmal? Hä, ich kann schwören, das war gerade noch zu. Hä, oder sind wir von da gekommen? Bin ich jetzt boostet? Nee, oder? Das war doch gerade noch zu. Warum ist es offen? Oder habe ich es nicht richtig gesehen? Kann natürlich auch sein, dass ich nicht richtig geschaut habe. Okay, ich glaube, ich habe nicht richtig geschaut. Das ist einfach nur ein Durchgang. Da kann man einfach nochmal durchlaufen. Okay. Ja, sorry. Bin ich wohl kurz falsch gelaufen. Ja, okay, das haben wir auch schon gesehen. Dann müssen wir wieder zurück. Ja, sorry, keine Ahnung. Ich dachte irgendwie... Ja, ne. Ihr wisst ja, ich und Orientierung, wir sind die besten Freunde. Aber nicht in diesem Leben. So, hier waren wir schon.
Aha. Und da ist diese Spinne. Und jetzt gehen wir hier lang. Also wir versuchen wirklich mal alles zu überprüfen, dass wir auch wirklich nichts übersehen oder vergessen. Weil das spielt alles eine Rolle. Das ist ja das, was so geil ist an diesem Spiel. So. Wir können hier extrem viele Sachen finden. Wow, schaut euch das mal an. Es sieht so verdammt echt aus. Alter Schwede, ist das eine krasse Optik. Genau, auf jeden Fall werden wir hier alles überprüfen, dass uns hier ja nichts entgeht. Weil alles könnte uns später für irgendwas nützlich sein. Wie zum Beispiel das hier, was auch immer das ist. Ist das eine Karte oder ein Poster? Ah, ein Bauplan. Hinweis. Baupläne für Reparaturen am Schornstein der Lodge. Aus den handgeschriebenen Randnotizen geht hervor, dass Chris Hackett im Moment das Geld dafür fehlt. Genau, Chris ist ja der Typ, dem das gehört quasi, der darauf aufpasst. Und der ja jetzt weggefahren ist. Und uns irgendwie am nächsten Tag erst holen möchte, warum auch immer er abgehauen ist. Das werden wir bestimmt noch erfahren. Und seht ihr die Parallelen zwischen ihr und mir? Ja, ist euch das vielleicht schon, ist euch da schon was aufgefallen? Also wenn es euch aufgefallen ist, was sie und ich gemeinsam haben, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich löse es uns nachher mal auf. Ja, okay, hier gibt es ja nichts mehr. Ich habe kein Bier gefunden. Also ich hätte gesagt, ich gehe zurück zu unserem Freund, oder? Außer ich kann hier in den Kisten was machen, aber es sieht nicht so aus. Nö, hier gibt es nichts mehr. Also haben wir alles gesehen, glaube ich. Hier sind halt Kühlregale, hier könnte halt Bier sein, aber nicht heute. Mir ist das irgendwie so komisch in den Nacken reingefahren vorher, dass es mir richtig wehtut, wenn ich so chill. Was ist nur los mit mir? Ich gehe langsam kaputt. So, jetzt gehen wir zu dem Typ wieder. Wie heißt der nochmal? Ich habe seinen Namen vergessen. Auf jeden Fall sagen wir ihm das. Keine Ahnung. Hi. Geh mal weg da. Du gehst nicht weg? Hä? Haben wir irgendwas übersehen? Fehlt irgendwas? Okay, fail. Dann gehe ich halt nochmal zurück. Das haben wir gesehen. Das ist das Wahrsager-Ding. Hä, habe ich irgendwas übersehen? Das war das hier, ja genau, das haben wir ja schon gesehen. Ich muss ganz kurz in die Einstellungen gehen. Okay, machen wir weiter. Ne, ich habe nur gesehen, da gibt es nämlich so eine Option. Da kann man so verschiedene Filmfilter aktivieren. Dann sieht das alles so ein bisschen anders aus, das Spiel. Die habe ich gerade ein bisschen durchgetestet, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich davon einen nehme. Also können wir diese Spinne wirklich nicht nehmen? Ich verstehe nicht, warum wir diese Spinne nicht rausnehmen können. Ich hätte diese Spinne genommen. Ich kann euch nachher mal diese Filmfilter zeigen und dann könnt ihr unten in den Kommentaren mal abstimmen, ob ihr wollt, dass wir mit den Filtern spielen, ja? Mit dieser Optik oder ob wir es lassen. Also ich muss ja irgendein Party-Zeugs hier finden. Hier, wo wir gerade sind. Aber entweder ich bin blind oder einfach nur zu blöd. Aber ich sehe hier nichts. Ah, da ist was. Wo führt die wohl hin? So, was fällt euch auf? Was hat sie und was hab ich? Fällt es euch jetzt auf? Tür auftreten? Komm, wir treten die Tür wieder auf. Das hat ihr doch so Spaß gemacht. Oh, verdammte Scheiße! Du hast safe Fuß gebrochen jetzt. Okay, hol deinen Freund. Was ist mit deinem Fuß los? Tut wohl weh. Schnauze! Jacob, mach du die Tür auf. Ah ja, danke. Da! Nice! Woo! Woo! Wow. Wir starten heute Abend also eine geile Party. Sieh sich das einer an. Kein Wunder, dass die Tür verschlossen war. Ist er böse, wenn wir ihn bestehlen? Was? Nein. Er hat uns im Stich gelassen. Hier geht's um Menschenrechte. Oder so. Sicher, klar. Gott. Mal sehen, was es hier zu holen gibt. Festhalten, sonst fällt die Tür ins Schloss. Oh ja, lass die Tür nicht fallen. Oh, ja, Mann. Hier ist Bier. Das reicht.
Boom! Ich will mich umsehen. Wie du willst. Okay, ist euch aufgefallen, was sie hat, was ich auch habe? Schreibt's in die Kommentare. Ein leerer Karton. Wow. Wie sie so voll beleidigt gerade getan hat, den Karton weggeschmissen hat. Was hast du dir denn dabei erhofft gerade, als du den Karton in die Hand genommen hast? Tutorial freigeschalten. Moment. Beweismaterial. Sicherheitstipp Nummer 5. Beweise. Alle lieben Schnitzeljagden. Und so ist es auch in Hackett's Quarry. In diesem Wald sind allerhand Geheimnisse verborgen, die dich, wenn du sie entdeckst, vor juristischen Folgen schützen können. Denn all die Erlebnisse, von denen du hinterher erzählst, sind bloß Geschichten, wenn du sie nicht belegen kannst. Also spüre die dunklen Geheimnisse auf, mach Fotos oder finde Beweismittel. Dann kannst du vielleicht deine Unschuld beweisen. Oder auch nicht. Meine Unschuld? Oha. Okay. Was wird da also noch auf uns zukommen? Beweismaterial? Hoppala. Wie skippe ich das? Oh nein. Alle lieben Schnitzeljagd. Ich weiß nicht, wie ich skippe. Und so ist es auch. Okay, ich mache hier kurz einen Cut. I'm sorry. Okay, Quicktime-Events haben wir schon gesehen. Beweismaterial haben wir auch gesehen. Unterbrechen. So. Sicherheitstipp Nummer 2, Unterbrechungen. In dieser Nacht wirst du hin und wieder die Gelegenheit haben, das Geschehen durch dein Handeln selbst zu beeinflussen. Bedenke, dass du in diesen Fällen zwar eingreifen kannst, aber nicht zwingend musst. Okay. Manchmal ist es sogar besser, es zu lassen. Okay. Also ich habe es ja bei Until Dawn damals so gemacht, dass die Charaktere, die ich nicht so gemocht habe, da habe ich so ein bisschen ein Damn gegeben, ja. Also mal gucken, ob das hier auch wieder so sein wird, dass ich mir denke, okay, wenn ich einen Charakter retten kann, den ich mag, dann opfere ich dafür einen, den ich nicht mag. Mal schauen, ob das dazu kommen wird oder ob ich alle übelst mag. Ich kann nicht mehr gehen. Weg gewählt. Weiter geht's. Ja, Sicherheitstipp Nummer 4. Gewählter Weg. Hackett's Quarry steckt voller Möglichkeiten, Geheimnisse und unentdeckter Wunder. Mit jedem einzelnen Schritt legst du deinen Weg fest und erlebst die Konsequenzen deiner Entscheidung. Von Zeit zu Zeit siehst du, wie eine Situation hätte ausgehen können, wenn du in der Vergangenheit andere Entscheidungen getroffen hättest. In Hackett's Quarry gibt es keinen falschen Weg. Aber Vorsicht, denn manche Wege sind gefährlicher als andere. Okay. Vielen Dank für den Tipp. Dann haben wir jetzt die Tipps durch, würde ich sagen. Das kennen wir alle. Tutorials. Vielen Dank. Was? Ich kann hier nicht weg, sonst fällt die Tür zu. Sieht aus wie Campingvorräte. Oh, okay. Da sind Zelte an der Feuerstelle. Los, gehen wir. Wir haben wieder was zum Anschauen. Das sind jetzt gesammelte Beweise, die allerersten. Zerfetztes Gepäck, Kapitel 2, Lagerraum. Zerfetzte Wanderrucksäcke mit getrocknetem Blut gesprenkelt. What? Okay. In der? Wer weiß, ob das wirklich ein Bär war. Was gibt's hier? Oh, cool. Das ist nice. Was ist da? Eine Flinte. Nimm die auf jeden Fall mit. Oh, cool. Und ein Code. Oh, für den Tresor. Safe für den Tresor. Oh, jetzt übertreibt man nicht. Okay. Fertig. 7739. Das war der Code. Das sind die Rucksäcke. Okay. Alles klar. Gehen wir, Bruder. Also wir gehen jetzt auf jeden Fall noch zum Tresor. Die Knarre echt behalten, hä? Ja. Für Bären. Okay. Also ich suche dann mal was, um diesen ganzen Kram hier zu schleppen. Okay, mach das mal. Oh, das ist aber der Bauplan. I'm sorry. Den brauchst du nicht nochmal anschauen.
Wir müssen zurück zum Tresor. Wir müssen jetzt auf jeden Fall den Tresor finden, um dann den Code einzugeben, weil das ist safe der Code für den Tresor. Ich muss nur noch mal gucken, wo der war. Der war relativ am Anfang. Und da ist ja scheinbar irgendetwas, was wir nutzen können. Das hat ja diese Wahrsagerin, hat uns das ja gezeigt. Also ist es wichtig, die Karten für die Wahrsagerin zu finden, weil die uns dann wahrscheinlich immer Tipps geben kann für den Spielverlauf. Also nehme ich jetzt mal an. So habe ich das verstanden. Was war hier? Ne, wo war der Tresor? Der Tresor war, glaube ich, in dem anderen Raum. Der war gar nicht hier. Naja, wir müssen da hinten durch. Ne, 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 das war nicht hier. Okay. Okay. Da ist der Tresor. Ah, oh, sie macht's automatisch. Okay. Umso einfacher. Bin drin. Ah, sehr gut. Das ist es. Das haben wir gesehen. Was ist noch da drin? Nur noch Feuerwerk. Feuerwerk? Ja, aber wir sollten es... Nein, Emma. Feuerwerk. Ich... Oh Mist, was war das? Da war ja was mit der Wahrsagerin und da ist irgendwas explodiert. Ich hätte jetzt gesagt, wir könnten es nehmen, um uns vielleicht gegen irgendwas zu verteidigen. Also nehmen wir das Feuerwerk mit. Okay, du hast recht. Feuerwerk. Hey, oh yeah. Weg gewählt. Oh, und sagte ich schon, Feuerwerk? Hey, ich hab hinten so zerfetztes Gepäck gesehen. Das sah ziemlich übel aus und ich glaube, da war auch Blut dran. Oh, stopp. Nicht bewegen. Oh Mann! Peanut Butter Butter Pops. Das sind meine Lieblings-Butter Pops. Peanut Butter Butter Pops. Da hätte ich jetzt Bock drauf. Ich frage jetzt, was sind Butter Pops? Was sind Butter Pops? Nein. Was? Sag, was es ist. Ich fass es nicht. Okay. Pop, pop, peanut butter, butter pops. Pop, 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 pop in your mouth. Pop. Oh mein Gott, der beste Snack überhaupt. Aller Zeiten. Was ist das, sowas wie Popcorn? Was? Nein. Gar nicht wie Popcorn. Vollkommen anders. Eine ganz eigene Art von Snacks. Weißt du was? Ich hatte die seit meiner Kindheit nicht mehr. Oh Mann, du wirst sie lieben. Okay, warte, ist ein Haltbarkeitsdatum auf der Tüte? Sie sind noch gut. Oh mein Gott, die sind 20 Jahre alt, okay. Oder? Hey, es heißt mindestens haltbares. Du wirst sie lieben. Der ist so wie ich. Ich würde es auch noch essen. Oh Gott. Okay. Hey, draußen habe ich eine Schubskarre gesehen. Groß genug für Kisten und allerlei Zeug. Schubskarre? Bitte was? Kiste? Oh, das meint einen Behälter. Oder Po. Nein, das davor. Schubskarre? Ja. okay, das ist wie so ein Behälter auf Rädern. Man kann Zeug draufpacken und durch die Gegend schubsen. Ah, verstehe. Hä, warum wusste nicht, was das ist? Oder hat sie nachgefragt, weil er das so albern gesagt hat? Danke. Wo lang? Ah, der ist so ein bisschen wie ich. Der macht auch immer so blöde Späße, die keiner lustig findet. Das ist... Kenne ich irgendwoher. Bin echt gespannt, was es jetzt mit dem Feuerwerk auf sich hat, was uns das bringt. Warum wir das... Es scheint ja irgendwas gebracht zu haben. Okay. Das Heiligtum. Es ist ein Büro. Es ist die magische Quelle. Okay, ja, beeil dich einfach. Klar, ich schließe das hier nur noch eben an. Und Energie. Podcasts. Ja. Okay. Was ist mit ihm? Warum guckt er die ganze Zeit so dreist? Freundlich. Wie heißt der Podcast? Wie heißt der Podcast, den du gerade hörst? Bizarr oder banal. Also Geisterkram? Mehr so, ja, also alles Unerklärliche. Die Frage, ob es ein echtes Phänomen ist.
Oder eher banal. Anal? Gecheckt? Anal? Du Wortakrobat. So, sollen wir nachsehen, was Mr. H. in seinem Hauptquartier versteckt? Ich weiß nicht, Mann. Ich find's nicht in Ordnung, so rumzuschnüffeln. Macht's einfach. Okay, wenn du meinst. Ich meine, komm schon, was für schmutzige Geheimnisse würde der Besitzer eines Sommercamps voller unschuldiger Kinder schon verbergen? Nicht Mr. H., ich weiß, er ist cool. War immer cool zu mir. Wie heißt er? Da muss ich kurz ins Menü gehen. Er heißt Dylan. Okay. Dann schauen wir uns mal im Büro an. Oh, was für ein altes Ding. Hey, gib mal deine Nummer, ich ruf dich an. Wieso? Ich hab's mir schon fast gedacht, aber der scheint den zu mögen. Sehr zu mögen, weil wir können jetzt zum Beispiel flirten oder sarkastisch. Wir flirten, damit ich dich zu einem Date einladen kann. Damit ich dich zu einem Date einladen kann, Mann. Smart. Wenn ich da mit einer Mobilnummer anrufe, Ryan explodiert das Ding hier. Was? Hallo? Was? Was? What? Wer ist dran? Okay, creepy. Hallo? Das war creepy. Weird. Ich dachte, da wäre jemand. Und du hast nicht versucht, ihn anzuflirten? Verdammt, das war die Chance. Okay. Das ist das Familienfoto. Wir drücken Q. Der noch jünger aussehende Campleiter Chris Hackett mit seinen beiden Kindern. Caleb und Kaylee. Sie sehen glücklich aus. Ja. Kaylee und Caleb Hackett. Weirde Kids, huh? Ich mag sie. Ja, ich auch. Aber sie sind ziemlich eigenbrötlerisch, huh? So witzig. Am Anfang habe ich halt so gedacht, der mag den gar nicht, ne? Aber eigentlich steht der, glaube ich, auf den. Oh, da ist eine Falltür. Na hallo, was ist das? Hörst du das? Eine Falltür. Ist das eine Falltür? Ja. Wie immer schaut. Komm, wir machen verspielt. War klar, dass der streng geheime Sex-Dungeon hier irgendwo ist. Ja, ja, ja. Ich wette, Mr. H. steht auf richtig schräge Sachen. Ich glaube nicht. Waren da nicht ein paar Betreuer, die nie aufgetaucht sind? Aha, warum? Geheimer Sex-Dungeon. Das ist nicht witzig. Sie führt wahrscheinlich nur in den Keller oder so. Mach doch auf. Kleiner Perversling hier. Okay, tja, sieht aus der Schlund der tiefsten Hölle, also... Ganz schön theatralisch. Geh runter und guck, du passt da bestimmt durch. Sicher nicht, geh doch selbst. Runterklettern, aber safe. Oh, Weg gewählt? Oha, schieße. Oh oh, erwartet uns da unten irgendwas Böses? Weil das war anscheinend eine wichtige Entscheidung. Was siehst du? Oh mein Gott, Ryan, du wirst es nicht glauben. Was? 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 Hier ist nichts. Oh. Ich hätte dich fast reingelegt, oder nicht? Nein. Vielleicht. Sei still. Es ist ziemlich spooky hier unten und es riecht ganz komisch, also... Ja, okay, ich komme wieder hoch. Weg aktualisiert. Aber was ist genau passiert gerade? Was hat das jetzt an der Geschichte geändert? Das würde mich interessieren. Ist der bequem, so ein will ich auch. Du kannst nur hoffen, dass Mr. H. nicht mitkriegt, was du hier mit seinen Sachen machst. Halt, er ist so creepy irgendwie. Verspielt. Lingelingeling. Oh, sorry, Mann. Ich geh mal ran, einen Moment. Hallo, Hackett's Quarry Sommercamp. Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Was kann ich an diesem wundervollen Sommertag für Sie tun? Wen wolltest du nachmachen, Mr. H? Ja, aha. Ja. Ja, Sie haben völlig recht. Er muss wirklich netter zu Dylan sein. Und,
Was noch? Also, er soll Dylan auch seine Nummer geben. Naja, das ist schon recht forsch, aber ich sehe mal, was sich machen lässt. Smart. Was haben wir jetzt? Ein Tagebuch? Ja, sieht so aus. Oh. Laura Kearney und Max Brindley. Oh ja, das sind die, die nicht aufgetaucht sind. Ja, wegen diesen Noobs mussten wir anderen doppelt so viel arbeiten. Oh, cool. Betreuerverzeichnis, Geschichte des Camps. Hier. Eine Liste mit den Namen der Betreuerinnen und Betreuer sowie persönliche Angaben und ihren Aufgaben im Camp. Zwei Namen sind durchgestrichen. Hatten wir ja Laura und Max. Wieso sind sie nicht aufgetaucht? Okay, irgendwas ist den beiden zugestoßen. Ach so, warte mal, das sind safe, das sind ja die vom Anfang, die wir ganz am Anfang gespielt haben. Die ja da hierher gekommen sind und der eine wurde ja erschossen und dann die andere hat so eine Spritze in den Hals bekommen. Stimmt, das waren wahrscheinlich die beiden Betreuer. Safe. Und dann spielt das halt einen Tag, also in dem Fall jetzt zwei Monate später, aber die Betreuer sind halt nie gekommen. Die sind ja einen Tag früher gekommen und ja, nee, habt ihr ja selber mitbekommen. Warum erzähle ich es euch überhaupt? Ihr habt es ja mitbekommen. Okay, sehr interessant. Wozu das Gewehr? Chris, Mr. H meinte, es ist für Bären. Bären? Hier? Ja, ja, er meinte, sie trauen sich nicht hierher wegen dem Gewehr, das. Ja. Aha. Lass es doch einfach. Lass es einfach. Na, ich würde es lieber mitnehmen. Aber ich mach was, wenn wir sie brauchen. Bro, was, wenn wir heute Nacht beim Feiern draußen im Wald auf Freaks treffen, die so psycho Most Dangerous Game-mäßig drauf sind? Meinst du Menschen, die Menschen jagen? Ja. Ja, oh. Also, ich meine, denk mal drüber nach. Camp ist vorbei, die Jagdsaison fängt gerade an. Und? Was wenn, okay, sagen wir mal, was wenn jemand uns umlegen will, im Ernst? Tja, dann müssten wir uns wohl irgendwie schützen. Exakt, deshalb brauchen wir das Gewehr zum Schutz. Ja, nein, auf keinen Fall. Und einfach das war's. Nein? Okay. Ja, ja, total. Also, wir wissen, wo sie ist. Nur für den Fall. Na gut, Mann. Ich hätte es mitgenommen. Aber ich habe ja kein Mitspracherecht. Was haben wir hier noch? Hier ist noch irgendwas. Achso, das ist einfach nur also, mit Sprechen. Hast du für nach dem Camp schon irgendwas geplant? Schule? Weiß noch nicht. Verstehe. Freundin? Nein, eher nicht. Dann Freund? Freier Geist. Cool, ja. Ich auch. Sind die Handys? Ja, sie können sicher noch ein bisschen laden. Ah, okay. Was eine unangenehme Stimmung, ey. Furchtbar. Da geht's nach draußen wahrscheinlich. Gibt's hier noch irgendwas? Hier ist noch irgendwas. Geht das nicht irgendwie schneller? Ich kann sie für dich anfeuern. Los, macht schon! Ihr schafft das, Leute! Funktioniert nicht. Wir müssen wohl warten. Okay, kein Problem. Dann gehen wir zur Tür. Jo, Meister, gib mal die Schlüssel. Damit du rumstöbern kannst in Chris' Privatbereich? Entschuldige, soll ich das lieber dir überlassen? Ha 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 ha. Komm, was soll schon passieren? Bist du kein bisschen neugierig? Ich fass auch nichts an. Gut, aber wehe, wenn nicht. Ich verspreche nichts, aber und fang. Andi, ich frag mich, was passiert, wenn wir sie nicht fangen. Du redest Blödsinn. Oh.
Jetzt bin ich gespannt, ob wir hier irgendetwas Interessantes finden. Frische Sachen. Mr. H weiß, was er mag. Ja, ganz sicher. Wow, da ist... Yo. Was ist da? Hey, hey, vielleicht sollten wir... Ein geheimer Raum. Ryan? Wow, was ist das? Alter. Diese Monitore, das ist das Camp. Mr. H uns überwacht? Nein, nein. Ich meine, nein, nein, das kann ich. Das sind nur... Das sind Waldwege im Bereich des Camps. Sicher. Die meisten Kameras sind vom Camp weggerichtet. Er spioniert nicht die Kids aus, sondern beobachtet Sachen im Wald. Das sind einfach normale Wildkameras. Was sind Wildkameras? Die stellt man auf, um weirden Kram zu filmen. Okay, ja, und was? Wie... Bigfoot und so, na, solche Sachen halt. Ach so. Okay. Ab sofort nenne ich Mr. H statt super creepy Perversling mit Kamera dann also voll verrückter Verschwörungsjäger. Allerdings ist Bigfoot keine Verschwörung. Okay, klar. Wie wär's dann mit angehender Kryptozoologe? Hey, vielleicht kannst du ihm deinen Podcast empfehlen. Sicher, ja. Guter Vorschlag. Okay, nur warum macht man sich dann die Mühe, den Raum in einem Kleiderschrank zu verstecken? Also, versteckt ist übertrieben, er ist nur hinter so Zeug. Der ist ja, so ist, weird, meine, der Rechte. Ryan. Das ist weird, mega suspekt, ich Mann. Ich widerspreche dir ja nicht, Mann. Ryan ist so ich komisch. Bitte, da ist was nicht ganz koscher. Dylan, das geht uns nichts an und wenn es dich Ryan wirklich interessiert, dann koscher. Frag ihn halt. Ich bin sicher, das wird ein spannendes Gespräch, ha? Frag ihn. Okay, ja, mach ich vielleicht. Na dann. Mir reicht's mit diesem Versteck. Viel Spaß. Hey, aber du gibst zu, dass es ein Versteck ist. Ryan ist so komisch. Der führt irgendwas im Schilde. Safe. Oder er weiß irgendwas, was die anderen nicht wissen. Also das sowieso. Safe. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Der ist so komisch. Ja, das sind die Kameras, oder sehe ich okay, nicht so spannend. Nee. Ich kann nur sagen, dass Ryan extrem weird ist. Was ist das? Okay. Oh, da ist auch noch was. Ach, das war da. Nee, warte mal, hier. Direkt hier. Postkarten. Ah. Okay. Ja, dann gibt's hier nichts mehr, ne? Ich habe immer Angst, irgendwas zu verpassen, aber ich glaube, hier ist nichts mehr. Wir können rausgehen. Oha, die haben hier übel schnell geladen. Oder ist einfach so viel Zeit vergangen? Wo ist der Dude hin? Eine Gitarre. Die könnten wir doch nehmen zum Lagerfeuer. Das wäre doch nice. Nein? Also ich hätte die mitgenommen zum Lagerfeuer, muss ich schon ehrlich sagen. Ah, okay, das ist hier wieder. Da steht der Typ. Ja, okay. Ja, dann gehen wir zurück zu den Handys. Die sind ja jetzt einigermaßen geladen. Oh, bei, was ist das für ein Raum? Wow, ein paar von den Sachen sind ganz schön heftig. Ja, geh da lieber nicht dran. Ah, ist unspannend. Der ist so komisch, warum will er die ganze Zeit... Der vertuscht doch irgendwas, dieser Ryan. Irgendwas will der vertuschen. Und will nicht, dass es rauskommt. Und deswegen versucht er alles so ein bisschen... Wisst ihr, wie ich mein? Ich glaube, wir können die Handys mitnehmen. Nice. Vollgeladen. Vollgeladen ist relativ. Zur Party gehen. Fertig. Okay, cool. Gehen wir. Der ist so komisch. Vor allem, er nennt ihn ja auch Chris. Er ist ja der Einzige, der ihn beim Vornamen nennt. Irgendwas ist da.
19 Uhr, 22. August, Nick in den Hackett-Wäldern. Mit Mr. H's Kettensäge wäre es einfacher. Ohne Kinder ist das hier draußen eigentlich echt schön. Wir sind manchmal unausstehlich, was? Ja. In deinem Markus sind sie immer still und hören zu. Du hast mich gesehen? Nur im Vorbeigehen. Die Kunsthütte liegt doch ganz weit außerhalb. Oh ja, nun, ich kenne Abkürzung, die dran vorbeiführt. Sorry. Ist ganz schön spät heute schon. Nehmen wir? Du darfst entscheiden. Okay. Jetzt halt das Ding. Schattenlichtung oder Felspfad? Wir nehmen die Schattenlichtung. Also hier lang. Ja, aber ist nicht schlimm, oder? Nee, der ist kurz... Oh mein Gott, alles okay? Ja, der alles ist okay. Das Spiel wollte uns nur kurz Angst machen. Alles gut. Komm, ich helf dir. Okay. Das ist schon ein sehr, sehr schönes Spiel, ne? Ich kann es nur oft genug sagen. Komm, wir können jetzt hier überall hinlaufen, theoretisch. Ich find's einfach einen geilen Vibe. Weil es halt einfach wie ein Film ist. Ich hab's in der letzten Episode schon gesagt, das ist wie ein Film, den man spielt. Oh wow. Und jetzt ist gerade alles noch so schön und friedlich. Es wird sich alles noch sowas von ändern. Und es wird wahrscheinlich so grausam. Aber jetzt ist es echt schön. Sieht auch echt toll aus. Oh, eine Kiste. Schauen wir erstmal nach. Eine unverschlossene Kiste im Wald. Darin befinden sich Kleidung zum Wechseln. Wasser und Proviant. Vielleicht für Ranger? Gibt es in diesen Wäldern überhaupt Ranger? Aus wie eine Ranger-Box. Oh. Eine Vorratskiste für Ranger oder so, wenn sie draußen im Wald sind. Nackte Ranger? Oh. Sieht fast so aus. Ich find's halt echt cool gemacht. Weil, ich hab's ja schon mal gesagt, in den meisten Horrorspielen ist es ja so, dass die sich halt langsam aufbauen. In den meisten Horrorspielen ist es ja so, dass die eigentlich schon direkt mit Horror starten. Aber das Spiel macht es ein bisschen anders. Die versuchen halt erst eine Geschichte aufzubauen. Und das finde ich echt cool. Auch wenn am Anfang nicht viel passiert. Aber ich mag sowas. Der Weg muss ganz in der Nähe sein. Die wollen, glaube ich, auch ein bisschen Bindung. Oh, ich weiß, wo wir sind. Bindung zu den Charakteren aufbauen. Komm her! Hier, halt mal! Und das finde ich geil. Der Ausblick ist... Echt schön. Zeichnet sie jetzt den Ausblick oder was? Verspielt mal mich. Komm, wir fragen sie, ob sie uns malen will. Ich weiß nicht, ob es schon zu viel ist, aber wir fragen es. Oh, mal mich. Oh, sorry. Ich will das nur kurz zeichnen. Ah. Sorry. Dumme Idee. Das war ein Ich mach das nur kurz fertig. Kacke. Hast dir Zeit? Aha, unangenehm. Oh, jetzt ist unangenehme Stimmung, ne? Jetzt sitzen sie beide da und keiner redet. Was war das? Hm? Hört sich an wie ein Tier. Ist vermutlich nichts. Nein, hör mal. Da ist irgendwas.
Wildschwein? Ja, ein Wildschwein-Baby. Er ist so winzig. Goldig. Oh mein Gott, er ist so süß. Sachte. Oh oh. Sachte. Nicht, dass die Mama gleich kommt. Oh, jetzt hat die Frage. Rette Abby. Ja, rette Abby. Was? Luft anhalten? Du bist in Gefahr. Eine rätselhafte Kreatur ist hinter dir her. Atme nicht. Du musst die Luft anhalten, damit die Bestie denkt, dass du nur totes Fleisch bist. Körper sind für dieses Raubtier uninteressant. Achte darauf, wie sich die Anzeige oder die Geräusche verändern, je gefährlicher es wird. Okay. Wenn die Gefahr vorbei ist, renn weg. Wähle den richtigen Moment und dann lauf um dein Leben. Hey. Aber Vorsicht, wenn du im falschen Moment atmest oder wegläufst, erkennt die Bestie dich als verlockende Beute. Das kann tragisch enden. Okay, okay, okay. Wie atme ich? Wie halte ich die Luft an? Ah, halten. Lass los, wenn es sicher ist. Okay, ah, links und rechts um zu balken, wie viel Luft wir haben. Oh, ich muss langsam loslassen. Ich habe nicht mehr viel Luft. Ich glaube, es ist sicher. Ich lass los. Verdammt, es war nicht sicher. Es war sicher. Gott. Das war knapp. Das Vieh hätte mich beinahe zerfetzt. Tut mir leid. Aber dass der einfach auf die Idee gekommen ist, sich totzustellen, da wäre ich nie drauf gekommen. fröhlich. Zumindest hat sie ihrem Schweinemann was zu erzählen. Woher weißt du, dass es die Mutter war? Ich konnte alles sehen. Sie wollte mir an die Wäsche. Oh. Deine süße kleine Freundin. So klein war sie gar nicht. Auf jeden Fall mag ich das, dass sie so die Story aufbauen und die Charaktere aufbauen, damit du eine Bindung zu denen bekommst. Dass es dir schwerer fällt, wenn einer stirbt oder irgendetwas passiert und die Entscheidungen schwerer werden. Oh, ich mag sowas sehr. Das ist cool. Sie läuft irgendwie voll komisch. Wir sollten zurück. Uhr, Caitlin. Die ist schon am Lagerfeuer. Jetzt habe ich Sandy wieder und kann nichts damit anfangen. Ja, du bist auch mitten im Nirgendwo. Irgendjemand war da drin. Das haben wir vorgesehen. Ey, wie cool. Boah, das ist cool gemacht. Boah, ich mag solche Spielereien, ne? Ich finde das richtig cool. Können wir auch zoomen? Soll ich einfach ein Foto machen, von was sieht am schönsten aus? Ach, ich mache ein Foto hiervon. Hey Caitlin, weißt du was? Mr. H ist voll der Spanner. Er hat überall versteckte Kameras und einen Geheimraum. Nein, das ist nicht... Wow, halt, bitte, was? Seine Augen sind überall. Die ganze Zeit sieht er uns. Hör schon auf, Mann, er hat nur Wildkameras. Für die Wanderwege und so ein Zeug. Oh. Das findest du nicht weird? Wenn er damit das Gebiet checkt, Kids beschützt, vermutlich beobachtet er die Wildtiere. Ihr seid ja total fantasielos. Und, was geht hier so? Ist alles ready?
Ich würde sagen, in dem Baumhaus war ein Licht. In dem Baumhaus am anderen Ufer war ein Licht. Das war ziemlich spooky. War wohl deine Freundin, Ryan. Die Hexe von Hackett's Quarry. Du solltest doch nie wieder Hexe von Hackett's Quarry sagen. Was stört dich denn an Hexe von Hackett's Quarry? Geht's denn? Ist euch eigentlich klar, dass wir uns nach heute vielleicht nie wiedersehen? Und das merkst du erst jetzt? Ich sorg nur für Stimmung. Stimmung? Emotion, Vibe, weißt du? Apropos für Stimmung sorgen. Ich hab zu tun. Okay. Oh, sorry. Die Playlists erstellen sich nicht selbst. Irgendwie ja doch, aber... Es fehlt noch Holz. Besorg es mir. Igitt, Wortwahl. Oh, das war Absicht. Das ist aber auch dreist, wie die Wortwahl die ganze Zeit... Gutes Timing. Wir besorg es mir. Das wird besonders Ryan freuen. Aber eher Kleinholz. Oh, das ist genug. Holzklötze haben wir schon reichlich. Wir hätten vielleicht mehr, aber da war eine Sau oder Bache. Aber Nick war super tapfer und hat sie abgewehrt. Ich finde das so geil gemacht, immer diese Close Shots. Das sieht übertrieben gut aus. Die Haxe von Hackett's Quarry oder wirklich alles okay? Oh mein Gott, nicht etwa die Haxe von Hackett's Quarry? Was? Ich dachte, du hast den Spruch. Für Jokes muss man Opfer bringen. So ist's brav. Oh, ich würde euch so gern zu kleinen Püppchen schrumpfen, in meine Tasche stopfen und mit euch spielen, wenn ich schlechte Laune hab. Okay. Irgendwie finde ich sie unangenehm. Catelyn, ich weiß nicht. Was? Wow. Speziallieferung. Wow, wow, wow. Was rennst du mit einer Knarre rum? Jetzt chill mal, okay? Ist ja nicht echt. Ich meine, sie ist echt, aber nur zum Schutz vor Bären. Wir haben sie aus dem Lagerraum. Okay, schön. Schön, wir packen sie weg. Danke. Echt nicht lustig, du Arsch. Und wir bringen euch eine handverlesene Auswahl der allerfeinsten Hackett's Quarry Grundnährstoffe. Nicht wirklich, Mann. Doch, wirklich, Mann. Pop, pop, peanut butter, butter pops. Pop, pop, pop them in your mouth. Pop. Ich dachte, dass die inzwischen vom Markt verschwunden wären. Hey, gib sie wieder her, Cowboy. Okay, die hier sind vergeben. Alter, du kannst mir die nicht einfach zeigen und mir verbieten, mich damit vollzustopfen. Komm schon. Emma, bitte reich mir die Flinte. Was denn? Du willst mich erschießen? Was? Nein, Dumpfbacke. Okay, wir schießen jetzt um die Wette. Okay. Niemals. Auf keinen Fall, nein. Wird das jetzt die Möglichkeit, wo wir vielleicht lernen, wie man schießt in dem Spiel? Weil es ist ja alles schon noch so ein bisschen Tutorial, was wir gerade spielen. Spöttisch. Okay, ich mag es zwar zu sehen, wie Nick der Arsch auf Grundeis geht, aber das ist keine gute Idee. Hey, weißt du was? Ja, hast recht. Besser ist, ich gebe Nick die Butterpops aus reiner Nächstenliebe oder irgend sowas. Schön, geht klar. Jawoll! geil. Jacob, her mit dem Ding. Los. Niemand hantiert hier mit einer Waffe, solange du dich wie ein Idiot benutzt. Okay, pass du auf uns auf. Leite objektiv die Party. Okay, die eigentliche Party startet hier, Jacob. Okay, die Hauptparty wird schon weitergehen, nach der kleinen Nebenquest. Komm schon. Bitte. Na gut. Jetzt gib in die Waffe. Letzter Aufruf zum altmodischen Wettschießen. Juhu. Da hinten ist eine Lichtung, da können wir es machen. Aber, falls einer von euch irgendeinen Quatsch anfängt, ist es sofort zu Ende. Kommt nicht vor. Let's go. Es ist halt wirklich wie ein Horrorfilm aufgebaut. Komplett wie ein Film. Am Anfang immer alles übel spaßig und chillig. Und dann wendet sich das irgendwann. Dann geht's nur noch bergab und alles ist schrecklich. Ich sag's dir nur, ich war Meisterschütze. Erstklassig. 3 Jahre in Folge, Ranghöchster im Camp jedes Jahr. Ich sag dir also, du Loser wirst verkacken, Nick. Also gib jetzt auf und möglicherweise kriegst du einen Peanut Butter Butter Pop als Geschenk. Niemals. Du hast nie gesehen, wie ich schieße. Ja, denn du hast noch nie geschossen. Ja, das behauptest du. Okay, ich wüsste ja wohl, wenn du echt. Jungs, ich muss euch da unterbrechen. Ihr macht das toll mit dem charmanten Macho-Scheiß. Aber wenn wir gleich auf dem Schießstand sind, gelten meine Regeln, okay? Und was ich sage, gilt, alles klar? Okay, gut. Ich muss uns Ziele und Patronen besorgen. Rührt euch nicht vom Fleck, bis ich wieder zurück bin. Okay, Chef. Liegt's an mir oder ist sie hot, wenn sie so herrisch tut? Bin immer hot, Jämmerling. Ja, okay, danke, bye, bye.
Und, wie war deine Zeit zu zweit mit Abby im Wald? Hoffnungsvoll. Es war okay. Hey, Ehrenmann! Und, was habt ihr so gemacht? Wir haben etwas geflirtet. Sie ist richtig smart. Ja. Ja. Bist du zum Schluss gekommen? Spar dir das. Nee, nicht schlimm, okay? Ein bisschen Performance-Angst ist was ganz Normales. Du musst sie nur klar machen. Sonst schnappt ein echter Mann sie sich. Apropos, jetzt wirst du sehen, wie ein echter Mann schießen kann. Seid ihr Jungs immer noch beim Imponiergehabe? Nee, er hat nur ein Brett vor dem Kopf. Okay, bitte, jetzt gib sie mir. Ah, du kriegst sie, wenn ich es dir sage. Okay, hör zu, Jungs, das läuft folgendermaßen. Geschossen wird auf das linke Ziel. Nick zuerst, dann ist Jacob dran. Lass den Finger weg vom Abzug, bis ihr schussbereit seid. Alles klar? Ei, ei. Okay. Ei, ei. Zwei Dinge. Denkt an die Streuung, denkt an den Rückstoß. Das ist eine Flinte, kein Scharfschützengewehr. Das Licht zeigt euch, wohin ihr zielt. Da seht ihr. Kampf. Ich muss dir leider sagen, dass du dich während deines Aufenthalts in Hackett's Quarry möglicherweise verteidigen musst, wenn nötig, mit tödlicher Gewalt. Ziele in einer solchen Kampfsituation mit deiner Waffe und das Licht zeigt dir, wohin du schießt. Achtung, wenn du in unmittelbarer Nähe deines Ziels bist, verursachst du mehr Schaden. Bei größerer Entfernung nimmt die Streuung zu und Verletzungen sind weniger gravierend. Manchmal ist Waffengewalt zwar eine Möglichkeit, aber vergiss nicht, dass es auch Alternativen gibt. Denk daran, dass Waffen nicht ungefährlich sind. Die Verletzungsgefahr ist hoch. Okay. Danke für das Tutorial. Ich bin bereit. Okay, auf was wollen wir überhaupt schießen? Schießen wir auf so eine Melone? Ja. Sehr gut, Nick. Ein Punkt. Okay, wir sind zu weit weg, um richtig was auszurichten. Gehen wir näher ran und zerfetzen sie gründlich. Ja. Okay, Nick. Jetzt wird's ernst. Ja. Ich find's cool gemacht, dass die so ein bisschen das Tutorial einbauen in die Story, dass du quasi... Soll ich jetzt die Dinger hier abschießen, oder was? Dann schießen wir so an. Schöner Schuss. Dankeschön. Jetzt schießen wir die Melone. Nur Glück. Nein, nein. Ich bin ein Profi. Nehmen wir die da. Punkt für dich, Nick. Gut so, Nick. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Zeig, was du kannst. Los, zeig's uns. Okay. Schießt er jetzt oder schieß ich für ihn? Guckst du jetzt besser weg, Nick. Sonst hast du nachher noch mehr Performance-Ängste. Okay, okay. Halt die Klappe und schieß, Jacob. Er steht ja schon ganz los. Ich dachte, dran. Du wärst Ultra-Elite-Profimeister. Ja, mit dem Gewehr, okay. Wow, Alter, Vorsicht. Du erschießt dir gleich noch jemanden. Nee, ist okay. Er hätte mich eh nicht getroffen. Hey. Okay, disqualifiziert wegen Dummheit. Was? Nein. Ich kann ihn irgendwie nicht leiden. Ich will jetzt die... Ja, komm, das machen wir so. Was ist Jakey, ha? Huh? Ha? Huh? Pap, pap, peanut butter, butter, pap. Okay, ist ja gut, ist ja gut. Jacob verliert nicht gerne. Bam, ihr dachtet, das wär's. Was zum... Wow. Was geht bei ihr ab? Okay. Entschuldigung. Pop, pop, peanut butter, butter, pops. Ja. Jetzt geht die Party los, oder? Und jetzt wird's dunkel. Und es hieß, bei Nacht ist irgendwie, sollte man sich eigentlich in den Kabinen aufhalten. Thank you.
Okay. Neue Idee. Partyspiel. Ach. Kommt, Leute. Was kommt jetzt? Vielleicht sehen wir uns nach heute Nacht nie wieder. Lasst uns was draus machen. Was schwebt ihr denn vor? Wie wär's mit Ultimativregeln für Wahrheit oder Pflicht, Ruf oder Ehre? Also Dylan-Style. Hm. Ja, auch okay. Okay, alles klar. Jemand fragt dich, Ruf oder Ehre? Dann wählst du und dann machst du's. Und zwar ohne Wenn und Aber. Oh also, ja, das klingt normale gut. Ich mag sowas. Ja. Also auch richtig mit Küssen? Wenn man sich traut. Oh ja. Ja, und alle. Und alle einverstanden sind, eh klar. Supi. Ich meine, du kriegst deine Chance, wenn du dran bist, aber. Gut, wer darf denn zuerst? Das war meine Idee, also. Abigail. Ruf oder Ehre? Ruf. Lieber mal smooth bleiben, ha? Huh? Na gut, dann los. Hast du je mit irgendwem gepennt? Ich... Unterbrechen? Nein, wir unterbrechen nicht. Hast du je mit irgendwem gepennt? Hier im Camp? Nein. Nope. Sorry. Okay, Abby, du bist dran. Na gut, okay. Oh Gott. Abby, oh mein Gott, jetzt mach schon, Mann. Okay, okay. Sie ist halt so ein bisschen schüchtern. Komm jetzt raus. Ich weiß nicht. Och, jetzt komm, sei keine Spielverderberin. Ach, ding, ding, ding. Zu spät. Nächster. Okay. Ryan, Ruf oder Ehre? Wir nehmen safe Ehre. Immer her damit. Okay, Ryan. Du kriegst mal was Neues. Ich bin gespannt. Okay. Ich gebe dir eine Wahl. Und ich sage, du küsst entweder Caitlin oder Dylan. Wow. Ja, safe Dylan. Ich meine, schätze, beide wären nicht übel. Sorry, nicht meine Regeln. Eine fragwürdige Logik, aber okay. Dann mal los. Du küsst auf jeden Fall Dylan. Dylan, los, komm. Da freut sich Dylan doch. Okay. Immer gerne zu Diensten. Oh, Dylan fand's voll gut. Guck mal, voll cute, wie er verliebt ist. Mit Caitlin wäre doof gewesen, glaube ich, weil dann... Okidoki, wen nehme ich? Das ich war schon richtig, dass wir das gemacht haben. Guter Punkt. Wir nehmen Caitlin. Caitlin, was sagst du? Ruf oder Ehre? Ruf. Ja. Oh, komm. Du bist langweilig. Okay, hattest du was mit Jacob oder was wolltest du als Kind werden? Boah, komm, wir machen, hattest du was mit Jacob? Also, du und Jacob kennt euch schon ewig, oder? Seit ihr Kinder wart. Leider ja. Kackfrage, Bro, voll vergeudet. Und seid ihr je, richtig zur Sache gekommen? In der Mittelstufe habe ich mit Jacob Zungenküsse geübt. Aber weiter sind wir nie gegangen, denn er ist ein grottiger Küsser. Als hätte ich meinen Bruder geküsst. Boah. Lieb dich trotzdem. Okay, weiter. Emma, Ehre. Sehr gut. Emma, also du küsst... Wen? Jacob. Oder... Oh. Oh, das ist aber nicht gut, Mann. Oh nein. Oh, das ist nicht gut. Das ist für beide Seiten nicht gut.
shit. Alter, wie er guckt. Alter, die hat da gerade richtig reingekackt damit, gell? Er ist gut. Boah, das war richtig assi, Mann. Das war echt assi. Du knutschst meine Freundin, Arschloch. Oh, shit. War doch nur ein Spiel. Hey, ich bin niemandes Freundin. Ach, fick dich doch, nur ein Spiel. Ja, fuck, war's echt nicht. Jacob, hol Luft. Weiß nicht so recht. Tja, ich schätze, ich sollte ihm wohl mal nachgehen. War echt kein cooler Move. Du siehst wohl besser mal nach Abby. Was tut sie denn jetzt so? Sie hat ihn doch geküsst. Ach, du siehst lieber mal nach Abby. So. Hat jemand Lust auf ein Schachspiel? Schach? Was? Ich würde mit dir Schach spielen. Ich würde Schach spielen. Wer ist das? Verdammt. Wer waren denn die zwei? Oh, wir sind wieder bei der Wahrsagerin. Da bist du ja. Ich bin wie immer entzückt, dich hier zu sehen. Ich habe aber keine Karte gefunden. Dann sag, was bringst du mir mit? Ich hab nichts. Wie ich sehe, hast du keine weiteren Karten. Doch, du kehrst zu mir zurück. Wieso könnte das sein? Ich kann so leider gar nichts tun. Finde Karten und dann bring sie her zu mir. Bitte, mein Kind. Mist, habe ich das irgendwie verpeilt? Waren da irgendwo Karten? Das ist das erste Mal gewesen. Geheimes bleibt verborgen und die Nacht wird dunkler. Gewiss ist, dass wir uns wiedersehen. Pass nur auf. Wo die Wölfe sind, sind Raben nicht fern. Okay. Danke für den Hinweis. Ja, meine Freunde, an dieser Stelle würde ich sagen, das war's mit der heutigen Episode von The Quarry. Es hat mir unglaublich viel Spaß mit euch gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Es war mega spannend, mega cool und ich bin einfach nur fasziniert. Also ich glaube, ihr merkt selber, dass ich das richtig mit Liebe spiele, weil ich liebe solche Spiele. Ich liebe es, wenn man sich für Spiele einfach so viel Mühe gibt wie für dieses Spiel. Schaut mal, die Musik, die Gestaltung, die Charaktere, wie die langsam alles aufbauen. So, das ist nicht wie so ein typisches Horrorspiel, wo die dich einfach irgendwo reinwerfen in eine Welt und es fängt direkt mit purem Horror an, sondern hier wird es wirklich Stück für Stück aufgebaut. So, du lernst erstmal die Charaktere kennen, du lernst kennen, was alles so hier rum ist, was es hier gibt. Man versucht dir mit dem Spiel einfach auch so ein bisschen die Charaktere näher zu bringen, was ich so geil finde, ja. Also, du lernst die Charaktere kennen, du weißt zum Beispiel, oh, wenn ich die Entscheidung mache, das wäre vielleicht doof, wegen der und der Person und, oh, ich liebe sowas. Ich bin richtig happy und ich habe auch schon irgendwie fast keine Stimme mehr, deswegen habe ich jetzt auch die Episode beendet. Ich kriege irgendwie ein bisschen Halsschmerzen und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns dann nächsten Montag mit der nächsten Episode von The Quarry, Episode 3. Ich freue mich schon riesig und natürlich, wie immer, gebe ich euch den Tipp, lasst euch nicht spoilern. Zudem, ich weiß gar nicht, ob man sich so wirklich groß spoilern lassen kann, weil ich meine, das Spiel spielen ja auch sehr viele andere Leute und jeder hat halt so ein bisschen eine andere Story, weil jeder ja natürlich andere Wege wählt, ja. Nicht jeder nimmt dieselben Wege, nicht jeder trifft dieselben Entscheidungen und das ändert sich dann halt immer wieder und übt sich dann quasi auf dein Spiel aus, was dein Spielerlebnis komplett verändert und die Story natürlich auch verändert. Und das ist das, was ich so geil an diesem Spiel finde. So jede Kleinigkeit, die wir verändern, verändert quasi unser Spiel. Und in dem Sinne, danke fürs Einschalten, meine Freunde, hat mir sehr viel Spaß hoppala, mit euch gemacht. Ich muss unbedingt was essen. Es ist schon ultra spät, aber ich sollte trotzdem was essen. Danke für alles. Ich liebe euch über alles. Hat mir sehr viel Spaß mit euch gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn ja, schreibt es wieder sehr gerne in die Kommentare. Und ich bin so happy, dass wir wieder ein geiles Let's Play haben, was wir gemeinsam spielen können. Danke für die ganze Resonanz. Ich verliere meine Stimme. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke für alles. Ich liebe euch. Bleibt gesund.